Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von After Times mit mir, dem Kirsch. So, weiter geht's in dieser Folge. Heute habe ich vor, richtig, ich will eine Quarry bauen. Dafür haben wir eigentlich so viel wie möglich schon da. Schade, Hand, unser Hemd ist noch nicht weiter gewachsen. Ich bin eindeutig zu breit für die Tür. Okay. Nein, keine Eins. Ich möchte gerne eine Quarry. Da brauchen wir das. Ein wenig davon. Redstone brauchen wir noch. Ein bisschen Lapis brauchen wir auch noch. Ein paar Sticks. Ich habe in der Zeit unsere Jungle Boots abgefarmt. Nochmal ganz kurz auf Screen. Es sind 5 Setzlinge rausgekommen. Die habe ich alle separat mal gepflanzt. Den werde ich allerdings mal hier pflanzen. Der eine ist ja schon wieder gewachsen. Aber die anderen können noch weiter wachsen. Ich holze die erst ab, wenn die anderen gewachsen sind. Kartoffeln. So. Wir brauchen 7 Zahnräder. Okay, wenn das so geht, machen wir es auch so. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. So, 11 brauchen wir dafür. Dann machen wir erstmal schnell die Spitzhacke. So. Und da haben wir schon mal die Quarry. Dann brauchen wir ein paar Landmarker. Habe ich noch Glas? Im schlimmsten Fall nicht, aber es wird gerade noch, dann schlafen wir mal lieber kurzfristig. Hier haben wir noch ein bisschen Glas. Habe ich hier noch irgendwo ein paar Wuten? Pipes? Da brauchen wir nämlich nicht nochmal die machen. So. Dann brauchen wir die. Dann muss ich mich auch noch wieder ein bisschen aussortieren. Das kann raus. Und ich hätte ein Glas andersweitig verwenden müssen. Ja, nie, ist klar. Glas kriegt man aus Sand und Sand kriegt man halt am besten aus Cobblestone. Sehr schön. Da können wir nämlich dann gleich mal noch eine Diamond Transport Pipe machen. Beziehungsweise 8.
So. Und da wächst unser Feld immer, wird immer größer und größer. So. Dann machen wir mal noch zwei Hopper. Dankeschön. Dann brauchen wir noch unsere Stirling Engines. Da brauchen wir drei Pistons. Zwei Pistons, Entschuldigung. Ich will am liebsten, dass wir nur mit zwei Stirling-Generatoren arbeiten. Kriegen wir aber hin. So, Cobblestone, Hammer. Eins, zwei. So, Dankeschön. Ja, gut, dass wir zwei Glas noch haben. Gut, da haben wir das. Und dann heißt es für uns jetzt auf den Nether wieder mal. Und vorher mal die ganzen wichtigen Ressourcen raus. Redstone, Lapis. Die Truhen brauchen wir, das brauchen wir jetzt nicht, die auch nicht. Die Blume auch nicht. Quarry Hammer, Hammer, Hopper Hammer. Okay, dann geht's jetzt auf in den Nether. Nicht Nether. Ins Deep Dark. Wo wir dann mal noch mal ganz kurz auf Peaceful stellen, damit wir die Quarry in Ruhe aufbauen können. Ohne ständig von Creepern oder anderen Monstern gehittet zu werden. Option Peaceful. Ein paar Fackeln haben wir ja noch, dass wir wenigstens den Weg schon mal ausleuchten können. Ich will die Query jetzt nicht auf Max rum hochdrücken. So, da ist die Ölquelle, da möchte ich jetzt nicht hin. So. Muss nämlich jetzt auch noch ein bisschen hier planen. Sup. Gut, gehen wir bis hierhin. So, Fackel weg.
Dann holen wir unsere Landmarker wieder zurück. So. So. Dann brauchen wir die Diamond. So. Dann kommen da oben drüber die Hopper. Dann bräuchten wir erstmal ein Stück Kohle noch. Ich habe natürlich keine Kohle mitgenommen. Und es sind auch nochmal Diamanten. Läuft doch mal wieder. So, wie viel haben wir? Gut, über 1,5, 6. Können wir die erstmal gut bepowern. Ohne Probleme. Sage ich jetzt mal und dann läuft immer noch nicht. Aber das kann ja hier in Ruhe laufen. Ich
Ich darf eh nochmal zurück. Ach nein. Gut. So, rot ist Cola. Und der Rest kommt hier drüben lang. So, eigentlich müssen wir noch ein Void Upgrade machen, eine Void Pipe. Void Pipe. Dass wir Cobblestone zumindest schon mal rausfiltern. Dafür brauchen wir bloß ein Inksack und ein Redstone und ein Glas. Dürften wir hinbekommen. Beziehungsweise, sage ich das mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked, ansonsten halt nicht, ist vollkommen euch lassen. In dem Sinne, macht's gut und tschüss.